So, Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe ein bisschen ein anderes Szenario. Ich muss das hier gerade leider auf der Dienstreise aufnehmen. Deshalb fehlt mir hier mein Kartenhalter, sage ich mal. Und deswegen muss ich die Karten wieder hochhalten wie früher. Es tut mir leid, ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser. Aber so geht euch wenigstens das Deck-Tag nicht verloren, auch wenn ich es von unterwegs machen muss und dementsprechend mit einem sehr seltsamen Setup. Ich zeige euch heute eine Crossover-Version von zwei sehr coolen Decks. Und zwar von Affinity, also dem UW Affinity und eben Dead Girl schwarz-weißes Stoneforge Deck. Super, super cooles Deck. Ich habe jetzt ein bisschen eine Chance gehabt, ein bisschen zu spielen. Das macht sehr, sehr, sehr viel Laune. Es ist nicht das stärkste Deck. Es ist nicht Tier 1 kompetitives Deck. Aber es macht Spaß. Es ist cool. Es ist ein anderer Ansatz von verschiedenen Decks. Es ist schön. Es macht einfach Spaß, das zu sehen, dass man es im Legacy auch machen kann. Dementsprechend lasst uns nicht lange schnacken. Lasst uns anfangen. Also Kopf in den Nacken. Wir fangen an mit 4 Bobs. Der gute Dark Confident, 2 Mana, 2-1 und Spinners for Soundsman zeigen wir du bist gerade unser Decks vor und verlieren Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten. Auch in diesem Deck haben wir keine hohen Mana-Kosten, dementsprechend ist es halt zusätzlicher Draw, Schwarz-Weiß ist nicht für Drawn bekannt, dementsprechend müssen wir da irgendwie versuchen, an Karten ranzukommen. Der Bob hilft uns da sehr, sehr, sehr. Sehr gut, Greatness at any cost, wie er so schön auf der Karte sagt. Dann, ich habe ja schon gesagt, Dead KL ist ein Stoneforge-Deck, dementsprechend spielen wir 4 Stoneforge-Mystics. Am Ende hat man jetzt in Dead KL aktuell nur 3 Stück drin. Ich spiele aktuell 4 Stoneforge-Mystics. Wer sie nicht kennt, Zamana 1-2, wenn sie ins Spielfeld kommen, können wir uns unser Deck nach einer Ausrüstungskarte lösen, so ist richtig. Und sie auf die Hand nehmen, für 2 Mana tappen, können wir eine Ausrüstungskarte aus unserer Hand ins Spiel bringen. In diesem Deck eine der Main-Karten. Ihr werdet nachher sehen, warum. Das ist wirklich viel Ausrüstung, die wir spielen. Und deswegen sind 4 Stoneforge Mystics sehr, sehr, sehr wichtig. Eine weitere Kreatur, auch hier ein Fan-Favorite meinerseits, weil mit dem so viel Quatsch machen kann. Tightholder Scholar, 4 Stück. Tightholder Scholar ist ein schwarzes, ein weißes, ein Artefakt-Kreatur-Zombie. Was eine Kombination. Artefakt, Kreatur, Zombie. 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann gucken wir uns die Hand vom Gegner an, nehmen eine Nicht-Landkarte davon und exilen die. Wenn er das Spielfeld verlässt, bekommt der Spieler die Karte wieder. Das hat so viel Potenzial, weil ihr seht, das sind 2 verschiedene Textboxen. Dementsprechend könnt ihr, wenn der auf den Steck kommt, ihn opfern mit irgendwelchen Effekten und dann das umdrehen und was nicht alles. Der Effekt, dass der Zombie ist, ist stark. Mit Eldrazi, BW Eldrazi, mit dem Flickern ist es stark. Wahnsinn, es macht so viel Spaß, diese Karte zu spielen. Und in diesem Deck ist er einfach nur ein sehr, sehr guter Beatstick. Er ist ein Artefakt, er ist eine Kreatur und er ist ein Discarder. Perfekt für dieses Deck. Dann spielen wir, wie auch im Affinity, 4 Etherswarm Canonists. Diese Karte ist einfach der Wahnsinn und der Bane für jeden Kombospieler. Das ist wirklich, wirklich krass. 2 Mana, 2-2 und jeder Spieler kann nur ein Nicht-Artefakt-Zauber pro Runde spielen. Ja, wir haben auch ein paar Nicht-Artefakt-Zauber drin. Das sind sehr wenige. Das sind Stoneforge, Bob und eine andere Karte, die wir haben. Oder einiges im Sideboard. Aber uns stört das nicht ganz so hart wie den Gegner. Und wenn wir die Turn 1 oder Turn 2 rausknallen, gibt es viele Decks, die dann schon sehr hart schlucken müssen. Außerdem haben wir natürlich eine Modern Horizons 2 Karte, weil Modern Horizons 2 ist eines der besten Sets, die sie je gedruckt haben. Wir haben Esper Sentinel, 1 Mana 1-1 und immer wenn der Gegner den ersten Nicht-Kreaturenzauber pro Runde spielt, könnt ihr eine Karte ziehen, es sei denn, der Gegner zahlt X über X die Power von dem ist. In diesem Deck kann es easy passieren, dass der Gegner auch mal 5 oder 6 Mana bezahlen muss, damit ihr keine Karte zieht. Das macht kein Gegner. Sehr, sehr cooles Teil, gerade in Kombination erste Runde den, zweite Runde den, dritte Runde irgendwas. Das ist sehr, 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 sehr cool. Und die letzte Kreatur, die wir haben, ist der Hex Parasite. Hex Parasite, 1 Mana 1-1 für ein schwarzes oder 2 Leben und X. Nehmen wir X Marken von dem Permanenten runter und der kriegt so viele +1/+0. Nicht Marken, sondern der kriegt +1/+0 in Höhe der Anzahl an Marken, die wir runtergenommen haben. Hammer. Ihr seht schon, das ist so mein Favorite, wenn ich Ursas Saga spiele. Dementsprechend wisst ihr wahrscheinlich schon, dass Ursas Saga hier drin ist. Aber es ist auch ein super, super cooler Planeswalker-Killer. Er ist gut gegen gegnerische Ursas Sagas, weil man sie einfach die ganze Zeit auf Mana halten kann. Er ist super stark, wie ich finde, gegen Planeswalker, weil er einfach Planeswalker komplett abräumen kann. Mega gute Karte, wird viel zu unterschätzt und dementsprechend hier als One-Off in diesem Deck. Ich räume die Kreaturen ab, um euch die Nicht-Artefakt-Zauber zu zeigen, die dieses Deck spielt. Portzies, 2 Stück.
Dort sie ist ein schwarzes Mana, Gegner zeigt die Hand vor jedem Nicht-Land-Karte, der wirft die ab und ihr verliert zwei Leben. Gut gegen gerade die ersten Starterdecks, wenn ihr mal nicht den Artefakt-Start habt oder nicht mal krasse Turn 1, Turn 2 Plays habt. Thoughtseize rettet euch bis in Turn 3 meistens und dann könnt ihr weiterspielen. Zwei Stück, die anderen zwei Spoiler sind im Sideboard. Hält euch ein bisschen ab. Jetzt werden einige Leute sich fragen, hä, Blackie, das ist aber komisch. Du spielst ja Weiß. Und mit Weiß spielt man noch immer Swords to Plowshares. Warum spielst du denn keine Swords to Plowshares? Ich persönlich spiele dieses Mal in diesem Deck keine Swords to Plowshares, weil ich Portable Hole spiele. Portable Hole, eine Karte aus dem D&D-Set. Ja, ich weiß, das D&D-Set ist kacke. Portable Hole ist aber cool und witzig. Ein Artefakt, was für ein weißes Mana eine Kreatur, nicht Landpermanent ist, mit Mana-Value 2 oder weniger exiliert, solange bis das Spiel verlässt. Nicht nur könnt ihr damit kleine Planeswalker loswerden. Nicht nur könnt ihr damit Aetherfion loswerden. Jitten und andere Sachen. Auch Kreaturen. Und das ist so stark, weil Artifact Removal ist super selten geworden. Ich mag die Karte. Die Karte habe ich wirklich hart unterschätzt. Sie ist wirklich, wirklich stark und sie removed eine ganze, ganze Menge Shit. Dann kommen wir zum Fast Mana. Wir haben ein Lotus Petal. 0 Mana Artefakt, tappen, opfern, kriegt Mana billiger Farbe. Und das als 5. Moxopal. Und wir haben noch 4 Moxopale. Moxopal, 0 Mana Artefakt mit Metalcraft. Also wenn man 3 Artefakte kontrolliert, also 3 oder mehr Artefakte insgesamt, kann man ihn tappen, um Mana billiger Farbe zu bekommen. Das ist Fast Mana. Das ist Fast Mana. Das ist Fast Mana. Das ist Removal. Dann haben wir eine One-Off-Karte. Auch die ist als Ursas Saga-Target gedacht. Auch die ist wahrscheinlich schon bekannt. Retro Fit of Hunry. 1 Mana-Artefakt, die man für 3 Mana enttappen kann. Für 2 Mana kann man die tappen und ein 1-1 Servo kreieren. Für 1 Mana tappen kriegt man einen Colorless Topter, und für den man einen Servo opfert. Und für tappen, man opfert einen Topter, kriegt man 4-4 Construct. Das ist wirklich nur dafür da, damit man einfach eine sehr, sehr starke Threat hat und die man in Control-Decks auch wirklich, wirklich durchziehen kann. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich mag die Karte und ich finde es schön, dass sie hier jetzt mit Ursas Saga ein Heim gefunden hat in Kombination einer Shell, die nicht nur Ninjas spielt. Bleiben wir bei Sachen, die man mit der Ursas Saga targeten kann und suchen kann. Ein Shadowspear. Ein Mana-Artefakt, legendäre Artefakt-Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 und Trampel und Lifelink. Und für 1 Mana könnt ihr Permanenten, die euren Gegner kontrollieren, Hexproof und Zerstörbarkeit wegnehmen. Und für 2 Mana ausrüsten. Sehr, sehr, sehr stark. Alleine wegen Lifelink, Trampel, gerade auch mit den Ursas Saga-Tokens. Das alleine gewinnt ganze Spiele. Wissen mittlerweile viele Spieler und deswegen wird das Shadowspear auch immer mehr gespielt und ist auch immer bekannter. Normalerweise spielt man nur einen der beiden. Ich habe in diesem Fall 2, weil man eben auch mal mit der Stoneforge Mystic den Shadowspear rausholen kann. Ebenfalls Shadowspear, wer A sagt, muss auch B sagen. Kaldra Complete, Modern Horizons 2 Karte. 7 Mana Ausrüstung mit Living Weapon. Das bedeutet, sie kommt mit einem 0-0 German Phyrexian Token mittlerweile ins Spiel, schwarz, und ist damit automatisch ausgerüstet. Sie ist unzerstörbar, die Karte, und die ausgerüstete Kreatur ist unzerstörbar. Und die ausgerüstete Kreatur hat +5/+5, Erstschlag, Trampel, Eile, und immer wenn diese Kreatur eine Kreatur Schaden zufügt, wird sie exiliert. Plus sie hat Equip 7. 7 Mana zum Equippen ist sehr, sehr teuer, aber macht die normalerweise nicht. Ihr spielt die einmal, sie kommt über Stormwitch rein und haut dem Gegner kaputt. Eine weitere Living Weapon, die wir spielen, 5 Mana Ausrüstung, Better Skull. Auch hier Living Weapon, die Ausrüstung der Kreatur kriegt +4/+4, Lifelink, Wachsamkeit. Die kann man für 3 Mana zurück auf die Hand nehmen und für 5 Mana umrüsten. Es ist für ganz viele Kontrollspieler ein Problem, diese Karte hier zu handeln, weil sie zerstören den Token, wir bouncen uns die Karte, wir spielen sie wieder aus und dann muss man mit dem nächsten Token sich rumschlagen, mit der nächsten Kreatur. Das sind unendlich Kreaturen, wenn er die Better Skull selber nicht removed kriegt und wenn dann noch die Stormforge schlägt, dann kriegt er die noch nicht mehr removed, dementsprechend super stark. Und ja, wir spielen ja eine Menge Artefakte. Warum dann nicht noch mehr Living Weapons? Und zwar Nettle Cyst. 3 Mana Ausrüstung, auch mit Living Weapon, auch aus Modern Horizons 2. Und die Ausrüstung der Kreatur kriegt +1/+1 für jedes Artefakt und oder Enchantment, was ihr kontrolliert, für 2 Mana Ausrüstung. Das kann mal locker eine 8-8er, 9-9er sein, das ist gar kein Problem. Das war es dann schon wieder mit den spielbaren Karten, mit den Ausrüstungen und den anderen Artefakten. Kommen wir jetzt noch zu den Ländern. Ich habe schon öfter darüber geredet, wir spielen 4-mal Ursas Saga. Ursas Saga ist ein Enchantment. Land Saga bedeutet, wenn sie ins Spielfeld kommt oder nach eurer Draw Step, kriegt ihr eine Marke. Und
Bei der ersten Marke hat sie Tappen für ein Farbloses, bei der zweiten Marke hat sie erstens den oberen Effekt und dann den Effekt für zwei Mana Tappen kriegt ihr einen 0-0er, wobei die Stärke im Widerstandskraft gleich der Artefakt ist, die ihr kontrolliert. Und bei 3 könnt ihr das Ding opfern, beziehungsweise müsst es opfern und euer Deck nach einer Karte, die so einen genauen Mana-Kosten von 0 oder genauen Mana-Kosten von 1 hat. Das kann in dem Fall wirklich ganz, ganz einfach Shadowspear, Moxopal, Retrofitter Fundry oder Hexparasit sein, was ziemlich cool ist. Ihr könnt damit nicht das Portable Hole holen, weil das kostet ein weißes und nicht ein farbloses. Ja, Osos Saga, wer hat damit gerechnet? Ich habe sie ganz oft angekündigt. Dann spielen wir 4 World of the Whispers. World of the Whispers ist das schwarze Artefaktland, das man tappen kann für ein schwarzes Mana. Und wir spielen 4 Ancient Dens. Das ist das weiße Artefaktland, das man tappen kann für weißes Mana. Also weiß im Sinne von, die Karten sind immer noch Länder und damit farblos. Aber die Artefaktländer sind nun mal Artefakt und Land, machen damit Metalcraft sehr, sehr viel einfacher. Dann spiele ich persönlich, weil es Dead Gael ist, 3 Fetchländer, Marshflats, tappen, opfern, man kriegt aus seinem Deck entweder einen Sumpf oder eine Ebene. Dann hat man natürlich, um die Sachen auch rauszusuchen, für 3 Fetchländer 2 Duels, 2 Scrublands. Das ist ein Land, was sowohl Ebene als auch Sumpf ist, tappt für schwarz oder weiß. Normalerweise müsste man hier in dem Marshflat-Slot müsste man ein blau-weißes und noch ein schwarz irgendwas nehmen, schwarz-blaues oder so, damit man nicht getroffen wird von Surgical und ähnlichem. Weil genau dasselbe mache ich auch mit den Scrublands. Normalerweise spielen diese Decks 3-4 Scrublands. Ich persönlich bin irgendwann dazu übergegangen, immer ein Land davon gegen Godless Shrine auszutauschen. Das ist das Schockland, was enttappt ins Spiel kommt, wenn man 2 Leben bezahlt. Ansonsten ist es genau wie ein Duel. Ich spiele diese Karte einfach nur, weil mir schon so oft passiert ist. Ich habe in der ersten Runde das Land gespielt, gefordert siehst. Mein Gegner spielt Wasteland, macht das Scrubland kaputt, surgical das Scrubland und meine Mana-Basis ist im Armor. Armer. Ich wollte Arsch sagen, aber ich habe einmal gesagt. Im Armer. Dementsprechend spiele ich immer ein Schockland. Das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt. Weitere dualfarbene Länder ist auf einmal das Silent Clearing. Tappen für ein schwarzes oder weißes. Man verliert Leben. Ein Mana tappen, opfern, zieht eine Karte. Sehr, sehr stark. Einfach weil es enttappt ins Spiel kommt. Schwarzes, weißes Mana macht und eine Karte ziehen kann. Dazu, wie immer, ich gehe nicht ohne aus dem Haus. Karakas, tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand nehmen. Ich glaube, wir haben keine legendäre Kreatur im Deck. Nicht, dass ich wüsste, aber die Gegner könnten. Und damit ist es sehr, sehr wichtig. Und weiß ist auch ein bisschen wichtiger als schwarz in dem Deck. Ja, dann haben wir noch 2 Wastelands. Tappen, opfern, nicht Basic Land zerstören. Einfach nur, um auch gegen Lands und andere Marit-Lage-Sachen oder ein Tabernakel oder so, um die loszuwerden und weiter spielen zu können. Das ist das Main Deck. Sehr, sehr, sehr strange. Sehr, sehr, sehr cool. Ich mag das Main Deck sehr. Gucken wir uns mal gerade kurz das Sideboard an, bevor wir zum Deck Talk gehen. Starten möchte ich beim Sideboard mit natürlich noch einer weiteren Ausrüstung. Und mit Samas Jitte. 2 Mana Ausrüstung, die für 2 Mana ausgerüstet wird. Und immer wenn sie Combat-Schaden macht, kommen da 2 Marken drauf. Ihr könnt eine Marke entfernen, um der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben, um irgendeine Kreatur -1/-1 zu geben oder 2 Leben zu bekommen. Sehr, sehr, sehr coole Karte, sehr, sehr wichtig, einfach nur, weil sie gegen faire Beatdown-Bodendecks sehr, sehr stark ist. Ich habe sie im Sideboard, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Dann haben wir noch eine Anzahl an Artefakten, welchen wir uns mit Ursas Saga aussuchen können. Das ist eine Pithy Needle, eine Ein-Mana-Artefakt, was in ein Spiel kommende Karte ansagt und aktivierte Fähigkeiten dieser Karte können nicht aktiviert werden, es sei denn, es sind Mana-Abilities. Hiermit kann man Planeswalker ansagen, hiermit kann man Verzauberungen, Artefakte und sowas ansagen. Sehr, sehr cool, kann man eben mit Ursas Saga tutoren, deshalb nur eine. Genau dasselbe ist mit dem Gravedigger's Cage. Ein Mana Artefakt und wenn er im Spielfeld ist, dann kann der Gegner keine Karten aus seinem Friedhof mehr casten, beziehungsweise keine Kreaturen aus dem Friedhof ins Spiel bringen und keine Kreaturen aus dem Deck ins Spiel bringen, beziehungsweise Kreaturen aus dem Deck casten. Sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr coole Karte. Und um das zu unterstützen, weil es ja Gravedigger ist, spiele ich noch 2 Tormundscrypt. Ein Artefakt für 0 Mana. Auch das können wir uns raussuchen mit Ursas Saga. Tappen, opfern, wir exilen alle Karten aus einem Friedhof unserer Wahl. Den Split, weil er Gravedigger's Cage auch noch gut gegen Elfen ist. So, ich habe schon angekündigt, wir spielen noch 2 weitere Thoughtseize. Einfach nur gegen Combo. Decks, die halt Turn 1, Turn 2 versuchen uns irgendwie umzuhauen, kann man hiermit ein bisschen auseinandernehmen. Das ist ganz cool. Dann, ja, ihr habt es vermisst, im Main Deck, im Sideboard kann ich nicht ohne leben. 4 Swords to Plowshares. Swords to Plowshares ist einfach nur gegen Kreaturendecks, gegen Fatty Decks, gegen Decks, die auf bestimmte Kreaturen basieren und deshalb ganz, ganz viel damit arbeiten. Und ja, einfach die Karte, wenn es um Removal geht,
Ich habe im Mainboard aktuell die Portable Hole, weil sie sehr, sehr cool sind. Swords musste ich dann ins Sideboard tun. Ich muss sagen, das Portable Hole gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber vielleicht switche ich da noch ein bisschen so ein 2-2-Split ab. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Aktuell spiele ich so und es gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir noch zwei Entzaubern bzw. zwei Disenchant. Ein weißes, ein farbloses, wir zerstören Artefakt oder Verzauberung unserer Wahl. Das ist eine deutsche Karte. Wow, das habe ich gar nicht im Schirm gehabt. Ja. Disenchant entzaubert halt auch Artefakte und Verzauberungen, wie die gegnerischen Unbesavasierte, gegen die wir ein Problem haben. Oder eben auch sehr viele Artefakte, die aktuell rumlaufen. Oder auch sowas wie Nullrod, was uns ziemlich hart stören könnte, weil es die Hälfte unserer Karten nutzlos macht. Und zu guter Letzt, weil Elfen nun mal Elfen ist, haben wir noch zwei Plague Engineer, 3 Mana 2-2 Death Touch und wenn ein Spielfeld kommt, suchen wir ins Kreaturentyp aus und alle Kreaturen mit dem Kreaturtyp, die der Gegner kontrolliert, kriegen -1/-1. Gut gegen Humans, gut gegen Elves, gut gegen so ein Quatsch halt. Ja, gehen wir mal zum Deck Talk. Ja, die Frage, warum mag ich das Deck, ist ziemlich einfach beantwortet. Stormforge Mystic. Ich liebe Stormforge Mystic. Die Karte ist der absolute Wahnsinn. Sie macht so viel Spaß zu spielen. Dead KL hat so viel Potenzial, nur die Stormforge Mystic und Dark Confident diesen Value zu generieren. In diesem Deck kann ich aber nicht nur die Stormforge Mystic spielen, indem ich sie mit Dark Confident verknüpfe, sondern ich kann auch noch Esper Sentinel spielen. Das heißt, nicht nur ziehe ich durch Dark Confident Karten, nein, Esper Sentinel kann mir Karten ziehen, Stormforge generiert mir Kartenvorteile und ich kann damit wirklich, wirklich eine Menge Karten ziehen und eine Menge coole Karten spielen. Moxopal ist halt in diesem Slot wie ein Chromox, sondern Dark Red einfach ein Fast Mana, das nicht viel kostet. Geldweise schon, aber Mana weiß nicht und auch Handkartenressourcen nicht. Ich habe damit einfach den Vorteil, ich muss nicht wie beim Chromox einfach eine Handkarte abwerfen und bin deshalb eher auf irgendwelche Farben gelockt. Portable Hole macht mega viel Spaß zu spielen. Ich habe es so oft in diesem Deck jetzt schon erwähnt. Es ist wirklich eine gute Karte. Testet sie aus, ob sie euch gefällt. Es ist, glaube ich, eine Religionssache. Ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, einen 2-2-Split machen, aber Portable Hole ist eine Karte, die ihr auf jeden Fall ins Sideboard euch überlegen solltet oder vielleicht auch ein oder zwei im Mainboard in den meisten Decks. Diese vier in diesem Mainboard sind einfach drüber, machen aber auch gleichzeitig mega Spaß, wenn man teilweise mit 3-4 Portable Holes rumläuft. Nettlecyst ist einfach genau wie im Stormforge Mystic dieser Artefakt-Ding, dieses Affinity, dieses Dead Guy Affinity. Diesen Affinity-Faktor wirklich zu haben, ja, ich weiß, ich habe keine Affinity-Karten drin. Es müsste eigentlich Dead Guy Robots heißen. Aber es ist einfach so cool, damit wirklich was zu machen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir mit Nettlecyst eine starke Karte haben, sondern wir haben ja auch die Karte, die hier noch nicht an Bord ist, eben die Ursa Saga, die eben genauso anfangen kann, dicke Viecher aufs Board zu klatschen. Ihr haut ein dickes Viech nach dem nächsten und ihr seid nur am Pushen, ihr seid nur am Vorwärtsgehen und der Gegner muss wirklich hart rudern, um da irgendwie rauszukommen und euch das Board zu zerbrechen und selbst wenn das Board zerbrecht mit irgendwelchen Terminus oder sonst was, habt ihr das binnen 2-3 Zügen wieder aufgebaut. Das ist wirklich, wirklich krass stark, dieses Deck. Es ist nicht der 1, es ist nicht so gut gegen Delver und ähnliche Sachen, klar, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und wenn ihr die Karten habt, testet es mal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.